Hallo Leute, grüß euch. Willkommen bei meinem neuen Videoblog. Und ja, ihr habt das eh schon gesehen, es geht wieder mal um einen Gleitschirm. Und zwar den Ozon Rush 5. Ja, auf den Schirm war ich schon mal sehr, sehr gespannt. Und zwar, weil ich halt den Rush 4 sehr gern hatte und gern geflogen bin. Und da, überraschenderweise damals, der Unterschied zwischen Delta 2 und dem Rush 4 nicht so ein großer Unterschied war, finde ich persönlich. Dass da sehr, sehr große Parallelen gegeben hat. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie sich da der Rush 5 zum Alpina 3 macht, oder respektive Delta. Ich bin in Alpina nur da geflogen. Aber dennoch kann man ja was sagen. Und ja, und was soll ich sagen? Mittlerweile konnte ich ja schon ein paar nette Flüge machen mit dem Rush 5. Und da gab es durchaus ein paar Überraschungen. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb schauen wir mal da ins Video, respektive in die Flüge rein. Und ja, viel Spaß einmal damit. Ich hatte einen. Bis dann. So, zuerst eigentlich schon wie gewohnt einmal ein bisschen was Technisches über den Rush 5. Wie ihr hier sehen könnt, bin ich die Größe ML geflogen. Und zwar, man sieht es eh da, 85 bis 105 Kilo. Ich bin ihm ziemlich oben geflogen, also mit 100 Kilogramm. Und ja, das hatte für den Schirm eigentlich einmal ganz gut gepasst. Die Schirmkappe, eben die Größe ML, wiegt knapp 5,5 Kilo, sieht man ja hier schön am Typenschild. Ich würde mal sagen, so schwer ist es gar nicht für ein bisschen robuster gebauten Schirm, denn dieser ist ja auch recht aufwendig gebaut. Ja, und hier sieht man auch gleich schön die ozontypische Shark Nose für die Leistungsschirme und auch die Stäbchen. Jo, und die Stäbchen werden da auch ein bisschen heiß diskutiert. Kann man aber gleich einmal entwarnen, nein, der Rush 5 hat keine durchgehenden Stäbchen, so wie der Delta. Zu den Tragegurten gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Die sind wie bei Ozon üblich bei den Leistungsschirmen sehr dünn. Hier B-Klasse geschuldet, die A-Tragegurte sind hier geteilt, hier blau markiert, man sieht sie an den Gurten. Das ist halt zum Ohren anlegen, wenn es einfacher ist, damit man es schneller findet. Was man aber aufpassen muss, auch hier ein sehr langer C-Tragegurt. Dieser bedarf bei den Startvorbereitungen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, damit es dann nach dem Start keine verdrehte Bremsleine gibt. Die Stammleinen sind farblich kodiert. Dies erleichtert natürlich das Sortieren der Leinen bei den Startvorbereitungen. Dennoch sollte man hier genau schauen, die Leinen sind ja recht dünn, ist der Leistung geschuldet, dass es dann keine Verhänger etc. beim Start danach gibt. So, jetzt einmal ab in die Luft. Hier seht ihr mal die Startvorbereitungen, nichts Besonderes. Aber wie ich hier im Video schon gesagt habe, ein bisschen aufpassen mit den Bremsleinen und dem C-Tragegurt. Der Start als solches ist mit dem Rush 5 kein Hexenwerk. Die Kappe steigt wunderbar herrlich, ohne Tricksereien, ohne auszubrechen gegen den Zenit. Sie überholt auch nicht, aber ein bisschen Führungsarbeit braucht es. Und flugs ist man in der Luft. Schon bei den ersten Flugmetern zeigt der Rush seine Ruhe und Gelassenheit. Und Kurven fliegen kann er natürlich auch. Schon mit den ersten Zentimetern Bremsleinenzug macht der Rush genau das, was der Pilot eigentlich möchte. Die Trimgeschwindigkeit ist sehr gut und er fliegt dabei angenehm ruhig. Auch in der fünften Generation ist der Rush eine tolle Spaßmaschine. Das Kurvenfliegen macht so richtig Spaß und Laune. Dabei ist der Bremsdruck nicht besonders hoch. Das ist sehr, sehr angenehm bei längeren Flügen. Erst weiter unten bei tiefgezogenen Bremsen nimmt dann dieser dann doch merklich zu. Der Rush 5 lässt sich sehr flach, wenn man möchte, mit viel Einsatz von Körpergewichtsverlagerung oder aber auch sehr eng an der Flügelspitze drehend,
in der Thermik bewegen. So macht Thermikfliegen riesen Spaß. Aber auch im beschleunigten Flug macht der Rausch 5 eine sehr, sehr gute Figur. Der Beschleuniger ist zontypisch leicht zum Betätigen. Mit der großen Zehe kann man leicht die Geschwindigkeit einstellen, die man braucht. Und dabei ist der Schirm sehr effektiv. Ich würde mal sagen, bis über Halbgas nimmt das Sinken nicht besonders stark zu. Sehr gutes Thermikverhalten, ausgezeichnetes Gleiten, auch im beschleunigten Flug. Ja, ich würde mal sagen, das sind Attribute für einen Streckenschirm. So, noch einmal ein paar Worte zu den allgemeinen Flugeigenschaften des Rush 5. Und da gibt es ganz gewaltige Unterschiede zu seinem Vorgänger, eben den Rush 4. Denn der Rush 5 ist meiner persönlichen Meinung nach gedämpfter als der Rush 4. Aber keine Angst, ihr habt es ja eh schon hier im Video gehört, der Rush 5 ist kein fliegender Panzer. Also da kann man auf alle Fälle entwarnen. Das Pitchverhalten ist angenehmer geworden, das macht sich auf alle Fälle im beschleunigten Flug bemerkbar. Und das Rollen ist gedämpfter beim Rush 5. Dennoch gibt es keine Handlingseinbüßen, der Schirm ist nach wie vor sehr, sehr wendig. Ich persönlich denke, dass dieses angenehme Flugverhalten eine sehr große Pilotengruppe ansprechen wird. Das Landeverhalten mit dem Rush 5 ist kein riesengroßes Problem. Man kann ihm auch sehr schön ausflären, aber hier, wie man gleich einmal einen Schatten sieht, wirklich den Schirm so richtig hinein, weil ich wollte schauen, wie das Abrissverhalten des Schirms ist. Und ja, das ist sehr, sehr angenehm. Der Schirm vertragt wirklich viel Bremse, bis er wirklich sehr, sehr sanft und kontrolliert abreißt. Hier ein wenig Startplatzgeflüster. Ja, ja. Was bist du da für ein Schirm? Rush 5. Du jetzt da holst, dann komme ich und tränk die aus, okay? Okay, da weiß ich wenigstens, wer es ist. Passt. Dann kommst du. Dann zeige ich dir nachher, wo es nochmal geht. Dann kommst du nachher. Okay. Aber danke fürs Vertrauen. Ich glaube, dass es nicht viel geben wird. Tja. Ich glaube, das geht mir auch. Ja, ja.
kommen wir mal zum Resümee über den Ozon Rush 5. Und ich denke, ich brauche das gar nicht einmal erwähnen, der Schirm hat mir mächtig Spaß gemacht und wie ich schon hier mehrmals im Video gesagt habe, er hat mich auch sehr, sehr überrascht. Ja, und vor allem das betrifft auf alle Fälle im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Rush 4. Denn der Rush 4 war laut Aussage von einigen Piloten doch, vor allem die Rollachse, sehr, sehr agil. Und das fanden manche Piloten eben recht anspruchsvoll. Ich habe schon gehört, da kam also wie ein Akkuschirm schon. Mir persönlich hat es gut gefallen, aber das stimmt schon. Es ist halt nicht jedermanns Sache. Der 5er Rush ist da eben vor allem um die Rollachse gedämpfter, verliert aber trotzdem nicht, habe ich ja schon mehrmals gesagt hier, trotzdem nicht an die Handlingsqualitäten. Also vom Handling her ist zum Rush 4 da kein Unterschied, er ist halt einfach nur angenehmer. Das zweite, was mir aufgefallen ist, dass der Rush 5 nicht mehr so nahe am Delta 3 angesiedelt ist. Meiner Meinung nach war ja das so, dass beim Delta 2 zum Rush 4 diese beiden Schirme sehr nahe gelegen sind und es war schon dann noch einmal eins vorher, eben beim Rush 3 zum Delta. Das ist jetzt hier bei der jetzigen Generation, also Rush Delta, nicht mehr so. Ich persönlich nehme einmal an, wie gesagt, ist einmal eine Vermutung, dass der Rush 5 eine komplett eigene Entwicklung ist, also was das Profil und alles angeht, dass die Verwandtschaft zwischen Rush und Delta jetzt nicht mehr gegeben ist. Nun, für welche Pilotengruppe ist der Rush 5 dann am besten geeignet? Ich persönlich würde mal sagen, ganz klar von High-End A, ja, es gibt halt auch schon High-End A Gleitschirme, ist der Umstieg dann perfekt auf einen Rush 5, denn fluggefühlsmäßig ist der Rush 5 eher im mittleren B-Segment angesiedelt. Was aber nicht heißen soll, dass der Rush 5 nicht auch sehr agil geflogen werden kann. Ich denke mal, dass der Rush 5 eine deutlich breitere Pilotengruppe ansprechen wird als sein Vorgänger. Auch für ambitionierte Streckenflieger könnte der Rush 5 sehr interessant sein, denn die Flugleistungen sprechen für sich. Und unter Flugleistung meine ich natürlich nicht alleine die Gleitzahl. Aber zur Gleitzahl zum Schluss noch etwas mehr. Der angenehm geringe Steuerdruck, der leicht zu betätigende Beschleuniger und nicht zuletzt das doch angenehm gedämpfte Flugverhalten ermöglichen viele, viele Flugstunden, um stressfrei auch lange Strecken bewältigen zu können. Ich persönlich meine, dass der Rush 5 schon einer eierlegenden Wollmilchsau, möchte man schon fast sagen, sehr nahe kommt. Naja, ein Agro-Schirm ist er wohl nicht, aber ein bisschen Freestylen wird schon drinnen sein. So, und wie hier schon gesagt, nun etwas zur Gleitzahl des Rush 5. Wie man hier im Hintergrund ja schön sieht, läuft hier eine Aufzeichnung eines Fluges, und zwar eben mit dem Rush 5. Leider gibt es hier keine Videoaufnahmen dazu, weil, naja, es passiert halt doch einmal, der Akku von der GoPro war leer. Aber immerhin, ich habe den Flug ja hier aufgezeichnet. Und, naja, ich will mal, da sieht, ich bin hier am Wandeck. Das ist der nordöstlichste Teil der hohen Wand. Da geht es dann schon ins Biestingtal rechts runter. Und ich wollte mal wissen, was kann denn so der Rush 5 im Gleiten? Und ja, man sieht ja da ja auch, ich bin schon sehr, sehr weit unter der Kante. Und Gott, ist wurscht, ich fliege halt einfach einmal und wenn ich Stückel dann zum Landeplatz zu Fuß gehen muss, ist auch okay, aber ich weiß einmal, was der Schirm so kann. Man sieht hier oben im Flugdatenfeld, dass ich einen ganz leichten Rückenwind habe, so mit 2 km/h, schätzen wir die Nordost. Also ein ganz kleines bisschen schiebt es halt an, man sieht es da. Also der Rush 5 hat so circa echte Trimgeschwindigkeit, schätze ich einmal, von 37-38 km/h, das wird real sein. Also sieht man da, dass ich da zeitweise einen ganz leichten Anschieber habe.
Wie man hier im Video ja schön sehen kann, Landewiesen, also so Außenlandemöglichkeiten gibt es da genug, so kann ich dann mal ganz einfach frei, fröhlich losfliegen. Naja, besonders hoch bin ich dann nimmer mehr über dem Boden und ich schaue halt immer schon, wo kann ich da reinlanden. Zum Landeplatz wird sich dann wohl doch nicht ausgehen, da ist schon noch ein wenig ein Stückel zum Hinfliegen. Und jetzt war der Moment da, wo mir regelrecht die Kinnlade runtergefallen ist. Also so eine Gleitstrecke mit einem B-Schirm hatte ich bis dato noch nicht geschafft. Ja, und der Landeplatz ist in Reichweite. Unglaublich. Diese Gleitstrecke hatte ich bis dato nur mit meinem Mantra LM6 geflogen. Geschafft. Wir sind beim Landeplatz eingetroffen und die Höhe reicht sogar noch, eine Landeeinteilung zu fliegen. Naja, unterm Strich würde ich einmal sagen, der Rasch 5 ist ein sehr guter Gleiter. Genauso wie C- und D-Schirme, die ja die klassischen Streckenflugschirme sind, nimmt er geringstes Steigen mit und setzt es in Gleitstrecke um. Dieser Endanflug hat mich restlos überzeugt und auch sehr beeindruckt. Ja, abschließend kann ich nur sagen, ich habe den Rasch 5 so richtig tief in mein Herz geschlossen. Ein genialer Schirm. Und jetzt warte ich nur mal noch auf den Swift 5. Im Herbst soll es soweit sein. So, und das war's wieder mal mit dem Videoblog über den Ozon Rasch 5. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich konnte da ein bisschen was mitnehmen, denn ich denke, der aktuelle Rasch ist ein sehr, sehr interessanter Schirm. Sagt nur Zillertal Battle, alle ersten Plätze der Rasch. Klar, es war nur ein Durchgang, aber ja, aber er hat einmal aufgezeigt, was der Schirm kann. Und ja, mir hat der Schirm, war ja nicht zu übersehen, sehr gut gefallen und er hat mich auch sehr, sehr überrascht. Vor allem in Bezug, Vergleich jetzt zum Delta respektive Alpina. Ja, bloggermäßig natürlich, wie immer, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Herzerl, sprich Vimeo, oder einen Daumen hoch, sprich YouTube, da lassen würdet. Und das spornt natürlich an. Oder ihr könnt es auch gerne drunter im Text was dazu schreiben, würde mich auch sehr, sehr freuen. Ja, ich kann nur eins sagen, bis zum nächsten Videoblog. Wird auch wieder ein Schirm sein, einmal eine andere Marke, lasst euch überraschen. Und ja, kann ich nur eins sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss, bis dann.